Hey Leute, heute geht es um ein Thema, das essentiell ist für die Reduzierung meiner Krankheitssymptome. Und zwar geht es um den sogenannten Entourage-Effekt. Aber was ist das überhaupt? Und warum ist das mir und ganz bestimmt auch vielen anderen Patienten so wichtig? Das und mehr erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Grob zusammengefasst ist der Entourage-Effekt die Synergie, also das Zusammenspiel aus unterschiedlichsten Cannabinoiden und anderen Cannabis-Pflanzenwirkstoffen. Cannabis-Fertigarzneimittel, also Monopräparate, die sich zum Beispiel ausschließlich auf den THC-Wirkstoff konzentrieren und ansonsten keinerlei andere Cannabis-Wirkstoffe enthalten, die sind davon nicht berücksichtigt. Nach aktuellem wissenschaftlichen Stand geht die Forschung davon aus, dass viele unterschiedliche Cannabinoide im Zusammenspiel mit anderen Pflanzenwirkstoffen besser wirken. Ich glaube tatsächlich nicht nur, dass die Cannabis-Forschung da richtig liegt, ich habe selbst auch diese Erfahrung gemacht. Denn der THC-Wirkstoff ganz alleine schafft es tatsächlich nicht, meine Krankheit im vollen Umfang zu unterdrücken. Im Zusammenspiel mit anderen Cannabis-Pflanzenwirkstoffen allerdings schon. Bevor wir weitermachen, möchte ich dir ganz kurz meinen Kooperationspartner 420 Pharma vorstellen. Als Cannabis-Patient bin ich natürlich nicht nur zu Hause, sondern ab und zu auch auswärts auf meine Medikamente angewiesen. Und um generell immer auf der sicheren Seite zu sein, habe ich immer diesen Patientenausweis von 420 Pharma in meiner Handytasche. Um dir ganz kurz einen Erfahrungsbericht zu erzählen, ich hatte in den letzten Jahren mehrere Polizeikontrollen und eine davon war so, es war ein jüngerer Polizist, der mich kontrolliert hat und ich hatte allerdings keine Dokumente dabei, die meinen Patientenstatus bestätigen, das heißt, ich hatte lediglich meine Cannabisbox und so einen Patientenausweis dabei. Das hat dem Beamten tatsächlich nicht ausgereicht, das heißt, er hat mich dann mit ans Auto genommen und hätte mich mit zur Polizeidienststelle mitgenommen, um meinen Patientenstatus zu überprüfen. Am Auto war allerdings auch noch ein Vorgesetzter von ihm, der hat mich dann gemustert, hat sich meine Cannabisbox angeschaut und eben den Patientenausweis und er hat mich dann tatsächlich ziehen lassen. Tatsächlich hätte er das gar nicht machen müssen, denn diese Patientenkarten sind rechtlich nicht bindend. Aber wie der Erfahrungsbericht zeigt, manche Beamte überzeugt das dennoch. Das heißt, falls du Cannabis-Patient bist, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir so eine Karte zu besorgen. Zudem ist sie auch noch kostenlos. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich dir den Antrag, hol dir das Teil. Machen wir nun weiter mit dem Video. Mein Name ist übrigens Manuel Raff, ich bin 29 Jahre alt und seit ich 16 bin, habe ich die Diagnose Morbus Crohn. Was das für mich damals bedeutete? 20 bis 30 blutige Durchfälle am Tag, täglich Krämpfe, Schmerzen, massiver Gewichtsverlust und chronischer Schlafmangel. Das heißt, ich habe in diesen 7 schlimmen Jahren nicht einen einzigen Tag durchgeschlafen. Denn die Durchfälle begrenzen sich natürlich nicht nur auf den Tag, sie machen auch in der Nacht keinen Halt. Das heißt, ich bin im Stundentakt, manchmal sogar im Halbstundentakt auf die Toilette gerannt, in der Hoffnung, dass nichts in die Hose gegangen ist. Ich war jahrelang auf heftige Medikamente angewiesen, die mit starken Nebenwirkungen verbunden waren. Und obwohl ich so viele Medikamente einnehmen musste, entwickelte sich meine Krankheit von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Aus der Not heraus habe ich dann irgendwann angefangen, heimlich Cannabis anzubauen und in der Küche meiner Eltern damit zu experimentieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel Öle und Extrakte hergestellt und diese dann eingenommen. Mit meinem ersten hergestellten Cannabis-THC-Extrakt konnte ich dann das allererste Mal nach über 7 Jahren durchschlafen. Das war für mich ein massiver Gewinn von Lebensqualität. Das war dann auch die Zeit, als ich die Hoffnung schöpfte, dass ich vielleicht doch eines Tages ohne heftige Symptome und ohne Medikamente leben kann. Als kleiner Spoiler, Cannabis hat den Verlauf meiner Erkrankung vollständig verändert. Kommen wir nun zur Entourage-Thematik. Wie bereits erwähnt, ist der Entourage-Effekt das Zusammenspiel unterschiedlichster Cannabinoide. Dabei zu beachten gilt, Cannabinoide können sehr unterschiedlich wirken. Während THC bei mir zum Beispiel hervorragend bei akuten Symptomen wirkt, wirkt CBD bei mir komplett anders. THC wirkt bei mir zum Beispiel hervorragend auf meine Stuhlgangfrequenz, das heißt, ich muss deutlich weniger auf Toilette. Und seitdem ich THC regelmäßig einnehme, habe ich auch keine Krämpfe und Schmerzen mehr. Medizinisches CBD wiederum wirkt bei mir vor allem auf die chronische Darmentzündung. Und eine starke chronische Darmentzündung löst sich selbstverständlich nicht innerhalb von Tagen auf. Das heißt, CBD wirkt bei mir eher langfristig, THC vor allem prompt. Was ich bei CBD zum Beispiel auch merke, dass es ziemlich schnell meinen Darm beruhigt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel was gegessen habe, das ich eigentlich nicht essen sollte und dann eine Menge CBD einnehme, dann merke ich relativ schnell, also tatsächlich schon innerhalb von Minuten, dass sich mein Darm entspannt und beruhigt.
Und was ich vor allem mit den Jahren gemerkt habe, es geht nicht ohne das jeweils andere. THC wirkt zwar hervorragend auf meine akuten Darmkrankheitssymptome, es wirkt aber einfach bei weitem nicht so stark wie THC und CBD zusammen. Genauso aber auch andersherum. Das heißt, CBD alleine wirkt bei mir nicht mal im Ansatz so gut wie THC und CBD im Zusammenspiel. Insbesondere im Akutfall. Das heißt, der Entourage-Effekt ist entscheidend bei meinem Morbus Crohn, damit es mir eben nicht nur halbwegs gut geht, sondern so gut wie jetzt. Was mich als Cannabis-Patient natürlich ganz besonders interessiert, wie wirkt Cannabis bei dir? Reicht für deine Behandlung THC oder bist du wie ich auf THC und CBD angewiesen? Und bei was für Krankheiten und Symptomen nimmst du Cannabis überhaupt ein? Wenn du willst, können wir in der Kommentarspalte darüber reden. Wie immer findest du unten in der Videobeschreibung den Antrag für die 420 Pharma Patientenkarte verlinkt und auch den passenden Artikel. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal.